Wir haben so ein Viech im Kopf, das quatscht mit uns. Ne? Okay. Typische Situation, morgens früh 6 Uhr, der Wecker klingelt. Wecker sagt, leg los. Kinder wird wach, sagt, los, leg dich wieder hin. Und dann kommt so die erste Amtshandlung des inneren Schweinehundes, zack, Wecker wieder aus. In 10 Minuten wird neu verhandelt. Kennen Sie das? Es geht im Leben häufig nicht darum, dass wir zuerst mal warten auf die Motivation und dann anfangen, sondern es geht häufig darum, dass wir erst mal anfangen und dann kommt die Motivation schon hinterher. Weil es im Leben häufig darum geht, Gleichgewichtszustände zu verändern. Also Beispiel Gleichgewichtszustand morgens früh im Bett. Es ist ein Gleichgewichtszustand zu liegen. Wir haben gut geschlafen, sind im Idealfall entspannt, alles prima, wunderbar. Warum sollten wir denn auch aufstehen? Also was wir machen, wenn wir aufstehen, wir versuchen, meistens versuchen wir aus einer Art Triggersituation irgendwie zu erleben, also Druck oder Sog am frühen Morgen, das bringt uns dann in Schwung. Ja? Sog ist das Angenehmste, wir fliegen in den Urlaub, wir haben ein spannendes Projekt, wir machen irgendwas, was super ist. Ja? Und dann sagt Günther, los, raus aus dem Bett, wir haben keine Schwierigkeiten, uns zu motivieren. Problematisch, der Druck ist häufiger. Kennen Sie das, wenn Sie mal so 10 Minuten verpennt haben? So der Wecker klingelt und Günther sagt, ey, spät, Schark hat seit 10 Minuten angefangen. Und jetzt haben sie so ein Katastrophenszenario im Kopf. Also wenn du jetzt nicht aufstehst, was bedeutet das? Stau im Bad, Stau in der Küche, Stau auf der Straße, zu spät im Job, Ärger mit den Kollegen, Beförderung kannst du vergessen, Hartz IV, alles in der Kosse und so. Sie haben so ein Katastrophenszenario und Günther sagte, wenn du jetzt nicht aufstehst, Punkt, auf, jetzt los, raus. Und wir haben keine Schwierigkeiten, uns zu motivieren, das geht. Das ist der Druck von außen, der wirkt. Es gibt auch den Druck von innen am frühen Morgen, das ist die volle Blase. Die wirkt auch, ja. Da stehen wir auf, ja. Und das Interessante ist, wenn wir einmal gewechselt sind in diesen Zustand, dann ist es überhaupt keine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach meinen Erfahrungen geht es häufig im Leben darum, dass man eben einfach so in Schwung kommt. So der erste Schritt ist ziemlich wichtig bei Verhaltensveränderungen. Also man analysiert ja gerne und weiß immer so richtig, was man tun sollte, aber man macht es nicht, weil man irgendwo nicht in die Pötte kommt. Dabei ist es wirklich falsch, aus motivationspsychologischer Sicht erst auf die Motivation zu warten und dann anzufangen. Weil wenn man angefangen hat, kommt die Motivation hinterher. Das wissen wir spätestens seit den Hausaufgaben in der Schule, oder?